Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Literaturmontags von Buch 13. Und ihr werdet das nicht glauben, wir haben mittlerweile die 70. Veranstaltung, eine runde Veranstaltung, die wir nach wie vor aufgrund der österreichischen Bundesregierung in die Welten des Internets reinversetzen und nach wie vor als Zoom-Veranstaltung unsere Literaturlesungen durchführen. Heute mit zwei ganz lieben Gästen. Wir haben zum einen Susanne Sundinger bei uns und zum anderen beides leben im Bereich oder in der Umgebung von Klagenfurt, Hans-Peter Birker. Die zwei werden heute gemeinsam mit uns diese Veranstaltung, diese Jubiläumsveranstaltung lesen. Wir haben das im Vorfeld abgesprochen. Wir beginnen nicht mit der Dame, sondern wir beginnen heute mit dem Hans-Peter Birker, der uns einige seiner Texte mitgebracht hat. Ich habe versucht, der Hans-Peter Birker ist ja ein Mann, der sich eher zurückhält, was seine Person anbelangt. Da muss man schon graben und man muss suchen, um über ihn etwas zu finden. Ich weiß auf jeden Fall, dass er ein gebürtiger Villacher ist. Er ist 1970 in Villach geboren und dann hat er halt alles durchgemacht, was so Kinder und Jugendliche machen, von den Kindererfahrungen bis in den schulischen Erfahrungen. Und dann hat er die höhere technische Lehranstalt absolviert. Hans-Peter, du wirst uns dann gleich später erzählen, was es genau war. Du hast als Unternehmer debütiert, warst Unternehmer und hast dir dann einfach Urlaub vom Unternehmerdasein genommen. Und was mich am meisten fasziniert an Hans-Peter Birker, er hat ein eigenes Alphabet entwickelt. Ich zeige das jetzt einmal so, dass es, das sieht man hier leider schlecht, aber das muss man sich einmal vorstellen. Also wir haben Leute, die eigene Alphabete bauen und Hans-Peter Birker gehört dazu. Hans-Peter, ich übergebe gleich an dich ganz kurz. Welche HTL hast du damals besucht? Was war das genau? Das war die HTL, Höhere Technische Lehranstalt für Nachrichtentechnik. Hans-Peter Birker macht es sehr spannend. Also er verschwindet, wenn er anfängt zu reden. Das ist ganz in unserem Sinn. Nein, du bist wieder da. Ich bin schon wieder da. Ja, schön. Also nochmal, was war's? HTL? HTL für Nachrichtentechnik, ja. Ja, sehr gut. Und hast du da irgendwas Brauchbares mitgenommen oder war es völlig für die Fisch? Ja, natürlich. Viele Freunde und eigentlich die erste Erfahrung damit, dass ich was begonnen habe, dadurch, dass ich was aufgehört habe, nämlich die HTL habe ich abgebrochen nach 3,5 Jahren. Das ist eine wichtige Erfahrung und du hast aber dann als Unternehmer debütiert, könnte man sagen, in welchem Bereich warst du unternehmerisch tätig? Ich war im Bereich Satellitenempfangs- und Verteiltechnik tätig. Ja, ich habe den Meister in Radio-Videoelektronika gemacht und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ja. Wie lange warst du selbstständig? Von 1999 bis 2005. Und dann irgendwie jetzt dann immer gefallen, dann hast du gesagt, ich baue mir jetzt mein eigenes Alphabet und schreibe mir dann meine eigenen Texte mit diesem eigenen Alphabet. Oder wie ist diese Geschichte mit dem Alphabet entstanden? Ich war ja fasziniert. Wir haben uns einmal in Villach getroffen. Du hast mir das erzählt und hast mir es auch aufgezeichnet. Wie ist diese Geschichte entstanden? Eigentlich dadurch, ich habe dann auch später ein Philosophiestudium begonnen und mir ist es aber sehr schwer gefallen, Latein zu lernen und eigentlich gar nicht. Ja. Und irgendwie habe ich da, hat sich mein Geist am Weg gesucht, um ein Wort oder einen Buchstaben anders darzustellen, sodass er ein anderes Sprachbild mir zeigt und ich so auf einen vermutlichen oder auf einen begründeten Hintergrund komme, ja. Also auch aus der Not heraus oder aus dem Unvermögen, ja. Ich kann mir sehr schwer Texte merken und also das hat mit meiner Sozialisation zu tun, ja. Und kann, wenn du jemandem jetzt eine Postkarte schicken würdest, kann zum Beispiel Michael Harzenbichler, der da heute dabei ist, könnte der das lesen?
oder hat er keine Ahnung, was das jetzt heißt? Natürlich kann er das lesen. Also sind, weiß nicht, sieht man das vielleicht? Ja, das ist wunderbar, das sieht man. Also das, was ich dir damals gegeben habe, Gerald, das war noch unvollständig, weil noch nicht fertig gedacht. Jetzt habe ich zu anfänglich 14 Charakteren, also 14 Buchstaben, also 26 reduziert auf 14 Buchstaben, habe ich noch mit 2 Charakteren erweitert. Nämlich mit Zahlen, einer Zahl, die kleiner als 0 ist und einer Zahl, die größer als 9 ist. Ja, also. Aber man kann, wenn ich eine Postkarte schicken würde, man kann das durchaus übersetzen, wenn natürlich der Schlüssel dabei ist. Ja. Es ist ein bisschen, es schaut aus wie eine Mischung aus römischen Zahlen, Ziffern und ja, also für mich ist es einfach eine Spielerei, nicht eine Spielerei, für mich ist es eine Abwechslung zu allen anderen, weil es irgendetwas ist, was so aus mir herausgekommen ist. Ja. Das trage ich schon seit 2009, habe ich diese Umwandlung von Sprache irgendwie als für mich bedeutsam entdeckt. Ja. Und das seither trage ich es eigentlich so mit. Ja. Wenn jetzt eine Rakete beispielsweise unterwegs zum Mars wäre, ist es dir ein Anliegen, dass sozusagen dieses Zeichenalphabet des Hans-Peter Pirker dann auch mit dabei ist und wir diese Botschaft nach außen schicken, oder bist du noch nicht so weit? Ich bin soweit. Ja. Also es ist, ich würde sagen, das ist eine Studiensprache, ist es worden. Also sozusagen, vielleicht könnte man anhand dieser 16 Zeichen, also ich stelle mir das so vor, also die Erde einigt sich irgendwie überall auf eine Zeichen und dann zum Schluss kommen halt 16 heraus und ich in meiner Entscheidungsvielfalt im Kopf habe mich halt für diese 16 Charaktere entschieden. Ja. Übrigens, ich sage jetzt dazu, das sind Dübel eigentlich. Ja. Also ich komme aus dem Handwerk und sozusagen ein Dübel ist eine Möglichkeit, um ein Loch mit einer Schraube zu verbinden. Ja. Also daran kann man etwas aufhängen und den kann man wo reinstecken. Ja. Verstehe, das heißt, was wir hier heute erstmals gesehen haben, sind Zeichendübel von Hans-Peter Pirker und du hast das einfach, die ganzen Sprachen, die wir weltweit haben, sind ja an und für sich überflüssig. Wenn wir es auf deine Zeichen reduzieren, dann könnte jeder damit etwas anfangen im Prinzip. Kann man das auch so sehen? Ist das eine Vereinfachung aller Sprachen, oder? Nein. Es nimmt verschiedene Techniken auf. Zum Beispiel die Braille-Schrift kann man ja erfüllen, ja. Und meine Zeichen sind auch so, dass man sie eigentlich nachfahren kann mit der Hand. Ja. Aber es ist eine gewisse Komponente dabei, dass man nachdenken muss. Dieser zum Beispiel, ein Zeichen hat 5 verschiedene Bedeutungen. Ja. Aber das ist nichts anderes wie im Englischen, dass halt ein Wort auch put, 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 setzen, stellen, legen halt einfach hat. Ja. Aber was war jetzt die Frage? Ob das eine Vereinfachung sein wird aller Sprachen, die dann einfach zusammengeführt ist auf die Dübel. Ja, wir dübeln uns alles zusammen weltweit und das ist ja eine elegante Variante, die durchaus Sinn macht. Kannst du im Übrigen noch einmal deinen Dübelsatz herzeigen, bitte, weil das ist ja. Die Nachwelt. So. Sieht man das? Das sind 16 Dübel. 4x4 Dübel. Hans-Peter Pirker, wunderbar. Also nur für die Nachwelt, das war die Premiere im Buch 13 Literaturmontag. Erstmals die 16 Textdübel von Hans-Peter Pirker. Das ist natürlich fast legendär jetzt, ja, damit haben wir ja, also Status. Du schaffst immer wieder, dass du mal was aus der Nase ziehst, was ich gar nicht sagen will. Ja, wir können es auch schon sagen, dass wir das erste Zeichendübel-Set dann ja im Mitgift-Verlag rausbringen werden, haben wir ja schon gesagt, Hans-Peter Pirker, also ja. Machen wir auch gleich die Schleichwerbung, das wird ja auch eine interessante Geschichte, aber jetzt hast du uns Texte mitgebracht und um diese Texte geht es heute, du liest uns etwas vor, was ist es denn so vielleicht zur Einführung für alle, die heute hier sind, auch für unsere Zaungäste. Gerne. Also,
Übung macht den Meister, sage ich einmal so. Und bei mir ist es so, beim Schaffen, beim Schreiben, beim Zeichnen, dass ich einfach anfange und dann schaue, was rauskommt. Gell? In dem Fall ist es einfach, sind es drei Übungstexte von 5 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, ja, also in etwa 11 Minuten, wo eigentlich der letzte Satz dann die Überschrift bedeutet, ja. Und diese drei Überschriften, also der erste Text wird sein, Wunsch von vergeblichen Bedürfnissen, zweiter Text Erscheinung, der dritte Text Das Kommende verbrennt. Und all diese drei Texte stelle ich unter den Titel Hellen Lichtes. Und ich lese diese drei Texte in einem Zug durch, also es wird 11 Minuten dauern. Und jeder Text, wenn er aus ist, sage ich, dass ich ihn gelesen habe. Ja. Also viel Spaß, wenn es soweit in Ordnung ist. Alles bestens, wir harren deiner Worte und Texte. Okay. Falls ich während dem Lesen nicht zu sehen bin, das hängt darum, dass ich zu sehr am Text bin und weniger auf dem Bild, was da drin sichtbar ist. Gell? Ja. Der Versuch, nicht aus der Gesellschaft herauszufallen, ist missglückt. Doch dieses Missgeschick ruht nicht auf mir, sondern spricht eher dafür, dass ich vorausschauender bin als mein Herz. Ich führe mich auf kein Ich zurück und ich entsende keine Briefe, die nicht leuchten. Briefe von Sternen leuchten ungeöffnet. Was ich schreibe, bleibt bei mir, obgleich ich manches in erwählten Formationen lese. Zu den Stunden, die ich war und die mir noch bleiben, hege ich ein verhülltes Dasein. Im Beisein von Worten lege ich dies und erstrebe mit diesen Sätzen Übung allein. Mein Setzen von Worten ist Übung. Meine Übungen fordern mich nicht, sodass ich druckentspannt einfaches Setzen von Worten übe. Ich bin geprüfter Meister in einer handwerklichen Ausgabe, die ich jedoch nicht mehr ausführe. Im Schreiben bin ich ein Idiot, der nichts zu leisten vermag, was irgendein Publikum vielleicht mögen würde. Meine Frau der mir verachteten Wirklichkeit ist das Papier, mein Mann die Schreibgeräte. Alles, was ich schreibend lege, ist eine Zeugung. Mir steckt kein Schalk inne und ich bin auch nur wenig bis gar nicht spielerisch. Doch die Wahrheit blickt mich an und spricht, schau, das hast du geschrieben, gezeichnet, gesagt. Stumm will ich bleiben über das, was ich weiß. Meine Aneignung von Wissen durch meine Art, wie ich lebe, ist nicht geeignet, um es zu fassen, nicht geeignet, um es weiterzugeben. Mein Wissen dient mir allein und hat somit keine anderen zu finden. Mein Empfinden für Wahrheit ist mir peinlich. Ich schäme mich für mein Leben, das im Wesentlichen eine chronische Krankheit ist. So vergehen die Jahre durch das Dahinsiechen mit Konsum und Konsumation. Meine Verachtung für das Leben ist mir Gewissheit. Doch ich bin sehr gewissenhaft in der Wahl meiner Mittel, die einen prozesshaften Suizid mir ermöglichen. So habe ich für mich die Hoffnung gegen das Glück gewechselt, das Glück um das Gestalten des eigenen Suizids. Noch habe ich keine Uhr für die Zeit und für den Ort meines Ablebens durch Suizid, aber noch habe ich die Ruhe, die mir meinen Wert als Menschen zumindest nicht abspricht. Die Ruhe ergänzt sich an mir zu einer Stille, die ein bedürfnisloses Empfinden erzeugt. Mein Weg ist als eine Währung abgehoben. Ich wahre so die Distanz zu den anderen. Ich und die anderen, das ist vor allem Abstand, Distanz. Der Vogel meiner Herkunft zerplatzt an meiner Cockpitscheibe. Die Scheibe hält es aus und die Herkunft verteilt sich gleichmäßig in das Nichts meiner Vergangenheit. Nun herrscht Ruhe. Die Stille stimmt zu. Am Anfang steht der Wald am Boden, am Ende bringen die Bretter keinen Wald hervor.
Die Möglichkeit, unfruchtbar zu sein und die Möglichkeit, sich der eigenen Fruchtbarkeit zu enthalten, strahlt als Stern einer Zukunft, die sich selbst erkennt und sich der eigenen Wiederholung durch Fortpflanzung dermaßen entgegenstellt, dass die Zukunft nichts Menschliches, keinen Menschen mehr hat. Die Zukunft ist leblos und die Vergangenheit ist gelogen. Ein Hier und ein Jetzt bietet dem eigenen Schock zu leben einen den Prozess an. Argumente füllen die Herzen, Köpfe beginnen zu rauchen und die Weisheit kommt mit Spritzen daher, impft und verdampft wieder. Die Weisheit kommt zu Schulschluss nach dem Zeugnis, wenn der eigentliche Charakter des Zeugens von Leistung erwacht, die Belohnung. Geldmittel werden verteilt, um die Mitte einer Existenz bewahren zu können. Die Hochfürsten der Wissenschaft anlehnen sich an das Geld und suchen Trost in den Patenten. Wir, die geleckten Arschlöcher, ermühen uns erneut zu scheißen und so verparfümisieren wir das sauber geleckte Output-Organ mit dem Schiss in die Unterhose. Die Oberhose, der Kopf, bleibt schwach. Wer nie an einer Fensterglasscheibe geleckt hat, war noch kein Kind. Das Kind zu bleiben heißt eins zu werden. Windeln für die Abgase von Maschinen werden getrennt von Religionen entsorgt. Religionen sind Sondermüll, Sonntagsmüll sozusagen. Und wie wertvoll Müll ist, zeigen abgesperrte Gemeinschaftsmüllcontainer. Entsorgung rund um die Uhr ist mit dem passenden Schlüssel möglich und Ziel des Konsums ist es, dass der entsorgte Anteil von Waren größer ist als der noch zu kaufende Wunsch von vergeblichen Bedürfnissen. Das war der Text, Wunsch von vergeblichen Bedürfnissen. Wir vergeben uns unsere Stunden mit Geschenken. Doch es ist vergebens die Mühe der Freude, die ein kurzer Augenblick macht. Alles ist eine wortlose, eine trostlose Stille. Das Tote ist eine Zahl, die sich täglich wandelt wie ein schillerndes Chamäleon. Die Zahl lenkt von Trauer ab, doch die Ablenkung durch die Zahl verschiebt die Trauer nur so lange, solange eine und einer nicht von Trauer getroffen ist. Der wahre Liebespfeil ist die Trauer, die einen und eine trifft. Ist man getroffen, wird man betroffen. Die Betreffzeile im Kondolenzschreiben leuchtet am Bildschirm mit einer Kerzenanimation. Mit dem Kondolieren gratuliert man dem Toten, der Toten zum Tod. Das hinterbliebene Leben, das den Handschlag annimmt, beginnt zu sterben, denn es senkt sich ein Opfer zu den Geopferten hin. Man hat die Regeln zu trauern verschärft, die wohl elendste und die gemeinste Regel im Kopf out. Der Befehl ist die Impfung, doch wie bei den alten Tieren ist die Einschläferung nun auch bei den alten Menschen Mode, Erscheinung. Der zweite Text war Erscheinung. Ja, nicht vorgesehen, aber vielleicht einfach zur Auflockerung ein kleiner Spruch. Das Bedürfnis zu zweifeln ist der Anfang reiner Qualen. Und last but not least, der dritte Text. Der Ernst und die Bedeutung von Worten jedweder Couleur bestimmen die Freiheit und die Abhängigkeit des Menschen in seinen Empfindungen. Die Empfindung ist das Wort des erbrachten Gedachten. Worte sind Werke, sie empfehlen sich als Habe und Bleibe für Erdachtes. So viel wird gearbeitet, so viel wird gedacht, doch am Seienden prallen die Geschosse der Arbeit ab. Auch das Denken zieht gegenüber dem Seienden den Kürzeren. Das Seiende seiht die Milch des Lebens ab. Das Seiende ist ein Filter, der die Dinge passieren lässt. Der Mensch, ein Ding mit Worten, benennt sein Sein zum Zwecke seiner Eitelkeit. Meine Wünsche sind alle vergangen. Meine Wünsche bleiben verhangen. Meine Wünsche sind gebrochen, mein Ich ist tot. Unappetitlich mir jedes Brot, meine Scham vergrößert meine Isolation.
Die Alleinbegegnung ist ein täglich wiederkehrender und scheußlicher Akt. Das Wollen ist mit den Wünschen gestorben, entborgen, verwest, verekelt. Die Summe an Lebensstunden ist mir schon ein überkochender Milchtopf, verbranntes Leben am Erdesrand, Zitrone in die Milch, Milch flockt, säuert sich, fällt zusammen. Alle Würde verkommt, das Kommende verbrennt. Das war das Kommende verbrennt. Danke. Einen Applaus für den Hans-Peter Birker. Das war schon ganz schön mächtig, was wir da jetzt von dir vernommen haben. Wir sind noch ganz, ja, ganz benommen. Harald ist noch ganz im Nachdenken, im Gedanken. Sehr philosophische Texte. Zitrone mit Milch, das Ganze flockt, verflockt momentan auch die Menschheit, deiner Meinung nach, oder was ist mit uns los? Ja, also ich glaube, uns geht es eh gut, ja. Wir haben die Pilla, Merkur, der heißt jetzt überhaupt Pilla Plus, es ist alles offen, wo man konsumieren kann. Also der Konsum verflockt nicht. Ja. Ja, ist ja interessant, weil du jetzt gerade beim Pilla bist. Ich war letztens beim Lidl, machen wir gleich Werbung, und es gibt ja neuerdings ganz fantastisch, ich war ganz fasziniert, ich wollte sogar fotografieren, Windeleimer. Also wir haben faktisch für Windeln einen eigenen Behälter. Zuerst habe ich gedacht, das ist irgendein Trockner oder so etwas. Aber nein, das ist so ein riesengroßes Plastikgerät, das macht man auf, dann stampft man diese Windeln so zusammen. Das hat mich unglaublich fasziniert. So etwas muss man sich ja mal einfallen lassen. Ja, irgendjemand muss ja einen Windeleimer produzieren, irgendein Chinese. Ich habe noch nicht gesehen beim Lidl, obwohl jetzt beim Lidl habe ich gehört, die haben den günstigsten Einkaufskorb, gell? Ja, man weiß ja, dass zum Beispiel feuchtes Toilettenpapier soll man nicht ins Klosett tun oder auch die Katzenstreu und so. Also insofern verstehe ich das sehr wohl, dass da ein Bedürfnis ist, etwas Neues anzubieten oder etwas Neues haben zu wollen. Ja, die Neugier ist ja eine Konsumgier geworden, ja. Hans-Peter, wenn du etwas Neues konstruieren würdest, in welche Richtung würde es gehen? Gesehen von Dübeln. Also vielleicht würde ich als erster mal ein Kind zeugen, ja. Das ist eine interessante Antwort. Mit dem hat jetzt niemand gerechnet. Möchte jemand dazu etwas sagen vielleicht? Ursula. Ich habe eine Frage. Der Hans-Peter Birker hat ja gesagt, er war selbstständig. Jetzt merke ich, dass seine Gedanken, ich sage jetzt einmal, sehr schräg sein. Schräg nicht unangenehm schräg, sondern einfach am Kopf gestellt kommen sie mir teilweise ein bisschen vor. Also er nimmt alles irgendwie so von hinten und bringt es nach vorne, so wie den Titel nach hinten und so weiter. Hast du das in deinem Job auch gemacht? Das würde mich jetzt wirklich interessieren, weil ich finde das schon sehr kreativ und viele Menschen, die immer so nach vorwärts gehen, finden keine Lösungen. Wenn man aber so nach hinten denkt, dann geht das oft ziemlich einfach. Ja, das, wenn du das Handwerk ansprichst, also ich habe ja das Handwerk Radio-Fernsehmechaniker gelernt oder bin immer eigentlich viel auf Baustellen gewesen. Und mit meinen Satellitenantennen bin ich eigentlich meistens zum Schluss gekommen am Ende der Baustelle. Meistens war nachher ein großes Chaos, ja. Und da war es manchmal hilfreich, einfach einmal eine Kiste Biome zu stellen und sagen, ich brauche das und das und das. Und also man sagt ja, das Beste kommt zum Schluss, aber es stimmt schon so. Ich arbeite nicht mit einer Überschrift und dann nach unten, sondern ich habe so im sozialen Lernen, also das habe ich eigentlich auf der Uni geübt, in so gruppendynamischen Situationen, dass eigentlich die Erkenntnis erst zum Schluss kommt, wenn sie kommt, und man hat am Anfang eigentlich ein leeres Blatt. Und ja, das Schriftstellen, ja,
Also das hat auch was Handwerkliches. Also das ist nichts. Also da ist man, man kommt irgendwo hin zu einer Baustelle und dann stehst du vor einer Situation. Und das war für mich eigentlich immer ein weißes Blatt. Dann hat man einfach kreativ arbeiten können. Und ja, was meine schrägen Gedanken vielleicht noch betrifft, möchte ich schon sagen, ich habe eine schwere psychische Krankheit hinter mir. Es ist eine Krankheit aus dem schizophrenen Formenkreis diagnostiziert worden, aufgrund derer ich auch seit jetzt 2 Jahren in einer Berufsunfähigkeitspension bin. Ja. Das eigentlich meiner Kreativität zuträglich ist, weil ich keinen Verkaufsdruck mehr unterworfen bin. Ja. HP Birka, du hast viel mit Parabolantennen und Satellitenspiegeln zu tun gehabt. Helfen da Aluhüte? Was denkst du, hast du persönlich einen oder kommst du ganz ohne Alu momentan aus? Also ich habe in meiner aktiven Zeit eine Satellitenantenne wieder abbauen müssen, weil eine Kundschaft Sorge gehabt hat und ich habe das nicht entkräften können. Also ich kann das nicht entkräften. Bei mir am Haus, in der Gemeindewohnung in Klagenfurt sind auch sehr viele Antennen. Ganz wohl ist man nicht dabei. Aber wie gesagt, die Wissenschaft ist ja auch noch da. Ja. Das Benzin ist auch zuerst bleifrei gewesen, bis sie draufgekommen sind. Es hat ein paar Tage gedauert, bis sie das Blei aus dem Sprit wieder rausgenommen haben. Also wenn sich die Haut und die Zellen so erwärmen. Aber ich denke, es ist halt, wenn du 20 Stunden am Tag am Telefon hängst, ist es wahrscheinlich nicht so gesund, als wenn du einmal eine Stunde im Monat bei Buch 13 liest. Ja. Ja, ich würde auch sagen, ja, das ist noch in einem erträglichen Maße. Also das ist jetzt schon grenzwertig, aber trotzdem, man hält es aus. Ich bin allerdings hochgradig gefährdet, weil ich sie ja 3-mal die Woche teilweise habe. Ja, mittlerweile, also diese Woche jetzt, das ist natürlich schwierig, aber man merkt an mir eh schon die ersten Verfallserscheinungen. Deswegen gebe ich es gleich weiter jetzt an die nächste Autorin. Dann kann ich mich wieder ausruhen, die liebe Susanne Sundinger. Sie ist neues Buch 13 Mitglied. HP, du bleibst uns ja noch erhalten. Du lauschst jetzt und hörst uns zu, was da so passiert. Susanne Sundinger ist neu zu uns gestoßen. Sie ist 1963 in Weihern geboren und am Fuße der Gerlitzen, meines Lieblingsberges. Und wenn ich da so rausschaue, dann sehe ich da jetzt momentan die, na, Schneekanonen sind es nicht, aber es sind zumindest Pistenradrack und alles Mögliche dort oben. Sie ist am Fuße der Gerlitzen aufgewachsen und hat Einzelhandelskauffrau gelernt. Sie war Dekorateurin, Gastronomin, Lebens- und Sozialberaterin und ist im Sozialbereich auch tätig in der Familienintensivbetreuung und in der Jugendwohlfahrt. Und in letzter Zeit immer häufiger mit Stiften in der Hand anzutreffen. Sie zeichnet, aber sie schreibt, also gleich in mehreren Funktionen und immer wieder auch in Anthologien anzutreffen. Sie schreibt in Büchern, dann wird auch wieder das eine oder andere veröffentlicht. Und so ist sie auch bei uns gelandet. Wir sind sehr glücklich darüber, dass du zu uns gekommen bist und dass du uns heute Textauszüge von dir mitgebracht hast. Susanne, was werden wir denn hören? Was dürfen wir jetzt von dir lauschen? Ja, ich habe mir gedacht, ich lese wahrscheinlich zum ersten und zum letzten Mal den Text Das Sonntagskind, der in den Feinheiten erschienen ist, eben wo ich voriges Jahr, also im Herbst, den auf die Longlist gekommen bin vom KSV Prosa-Wettbewerb. Und vorher ein Gedicht, das für mich ganz speziell mit diesem Text auch zu tun hat, beziehungsweise das Gedicht ist zuerst entstanden und dann ist der Text entstanden. Obwohl, wenn man so genau schaut, haben die jetzt, ja, also für mich haben sie was miteinander zu tun, das passt, aber zu der Vorstellung vorher, ich bin nicht mehr im Sozialbereich tätig, das muss ich jetzt dazu sagen, aber ja, ich war. Ja, gut, dass du das erwähnst. Mittlerweile bin ich hauptsächlich Studentin auf der Akademie von der Malerei. Gut.
Gehst du auch in die Fußstapfen vom Hans-Peter Birker, dass du sagst, du möchtest Frühpensionistin werden oder so? Oder behältst du jetzt momentan noch den Status der Studierenden oder der Studentin? Das ist ja alles sehr komfortabel, finde ich. Ich hoffe, ich tue jetzt den Studierenden nicht unrecht. Aber, das ist sehr viel Arbeit, wie wir wissen. Aber wenn du wählen könntest, Studierende, oder also Studentin oder Frühpensionistin, was würdest du auswählen? Studentin, auf alle Fälle. Aber man weiß nie, was passiert. Und es ist ja, womöglich schicken sie uns alle in Pension, wer weiß ja nicht. Ja, und man kann ja als Frühpensionistin im Prinzip auch Studentin sein. Auch das ist ja möglich. Bei uns in Österreich ist ja unglaublich viel möglich. Ja, ich hab noch knappe 3 Jahre bis zur Pension. Also irgendwie muss ich schauen, dass ich die auf die Reihe kriege oder beziehungsweise gut verbringe. Momentan ist einfach das Studieren lustig und herausfordernd und macht mir Spaß. Ich bin fleißig am Zeichnen und das Schreiben ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten, obwohl es wird wieder. Wenn so, jetzt ist das erste Semester zu Ende und jetzt habe ich ein bisschen eine Routine gekriegt, die Abläufe kenne ich jetzt und diese ganzen Zoom-Geschichten, die sind jetzt auch irgendwie Routine geworden und jetzt traue ich mich dann schon wieder, mich einmal normal zum Computer zu setzen und einfach nur vielleicht zu schreiben. Aber jetzt denke ich zum Text, oder? Gerne. Zu meinem Gedicht vorab, und zwar, das nennt sich Stauräume. Stauräume in dir, von den uralten Gefühlen so weit entfernt, verlassen. Pflanze dir Liebe und beleuchte das Glashaus nachts. Verhindere den Regen nicht, auch wenn die Dächer über den Räumen bröckeln. Sie legen Stauräume frei, die so weit sind, so weit und von den uralten Gefühlen so weit entfernt. Pflanzt du Liebe und beleuchtest das Glashaus nachts? Verhinderst du den Regen nicht? Lässt du die Dächer über den Räumen bröckeln? Legst du den Stauraum frei, der so nah ist, so nah? Und was tust du sonst noch, um zu verhindern, wie weit uralte Gefühle reichen? Und weißt du nicht, wie weit uralte Gefühle reichen? Wie von den uralten Gefühlen entfernt. Es geht im Prinzip um Stauräume. Und der Text, der jetzt kommt, das Sonntagskind, ist etwas, das sich auch über Jahre hinweg aufgestaut hat und irgendwann einmal raus musste. Und gut. Das Sonntagskind. Das Freundlichste, was ihre Mutter über sie, als sie noch dieses Kind war, zu sagen pflegte, war, dass sie ein Sonntagskind sei. Das einzige Sonntagskind in der Familie. Genau genommen klang nicht einmal das sehr freundlich. Es klang eher danach, wie so ein Kind wie du an einem Sonntag zur Welt kommen kann, ist mir ein Rätsel. Es klang so, als ob es dem Kind nicht zustünde, an einem Sonntag zur Welt gekommen zu sein. Besser wäre wohl gewesen, ein Montagskind zu sein, wie eines dieser Montagsautos, bei denen von Anfang an ein Defekt den anderen ablöst. Dennoch, als Sonntagskind wird man scheinbar mit jedem Defekt fertig, bevor dieser noch entsteht. Einem Sonntagskind kann die Welt nichts anhaben. Man ist sozusagen immun den Wochentagen gegenüber. Sonntag ist der Tag des Herrn und wenn sie heute daran denkt, würde sie gerne in die Kirche gehen. Was tun in einer Kirche? Vielleicht die Orgel treten wie als Kind, sonntags zwischen 9 und 10, oder an einem Nachmittag an einem Grab stehen und inmitten der Trauergäste mit einem Lachkrampf kämpfen. Man lacht nicht. Darüber hinweg der alte Gedanke, warum aus 10 Kindern 9 geworden sind, und ob man auferstehen kann. Genauso wie der alte Gedanke, dass man das Grab des Bruders noch immer nicht besuchen kann. Und wieder ein Gedanke, dass man der Mutter, die so viele Kinder bekommen hat, am Ende ihres Lebens nicht mit Geschichten daherkommen soll, an die niemand mehr glauben will. Aber hinter der Kirche steht immer noch der Name des Montagskindes auf einem Grabstein. Und auch wenn es nicht möglich ist, steht das Sonntagskind vor dem Grab und weint. Seit langem.
Am Ende des zweiten Schuljahres hüpfen die Kinder die Straße entlang, zu zweit, ein Sonntags- und ein Montagskind, zwei von 10 Kindern, vom See nach Hause und sie schauen nach Westen, um von der nachmittäglichen Sommersonne geblendet zu werden, um sich die Sicht von den Verkehrstafeln nehmen zu lassen, um ja nicht hinter die Stauden in der Kurve zu sehen, um die Gefahr zu übersehen, um sich an den Händen zu halten, um loszurennen zu zweit, um anzukommen gegenüber allein. Ein Auto trennt die Sonntags- und die Montagshand und macht aus zwei Leben eines. Das Sonntagskind bleibt übrig. Was geschieht nun mit ihm? Es erfährt, man kann im Unglück auch übersehen werden, auch wenn es kein Glück ist. Es lernt, dass es besser ist, nach vorne zu laufen, als sich umzudrehen. Es lernt, sich zu verstecken hinter dem Bienenhaus auf dem Hang über der Straße, bis das Grauen vorüber ist, bis die Mannschaft von Rettung und Polizei abgezogen, bis das Blaulicht nicht mehr flackert und bis kein Ton mehr zu hören ist. Es lernt zu warten, bis die Zeit vergangen ist und denkt an Auferstehung. Da, in die Auferstehung, sehnt das Sonntagskind das Montagskind hinein, während es inmitten der Dornen von Brombeersträuchern hinter dem Bienenhäuschen hockt und keine Angst vor den Bienen und den Dornen hat, aber plötzlich Angst davor hat, zu schauen, welche Spur es gerade hinter sich hergezogen hat. Darüber hinaus weiß das Sonntagskind, was der Vater und die Mutter noch nicht wissen, was die übrigen Wochenkinder auch noch nicht wissen können und was nun zu tun ist. Die Spur wird gelöscht. Man hat zu leben, man wird laufen, hüpfen und springen, man wird erwachsen werden, man wird Kinder bekommen, man wird Straßen überqueren und dann, wie aus heiterem Himmel wird sie kommen, die Angst um das eigene Kind. Einem rasenden Herzen gleich wird derzeit nichts Besseres einfallen, als Tote zu wecken. Und dann blitzt es ganz nah. Wie selbstverständlich stampft die Erinnerung eine Hinweistafel nach der anderen aus dem Boden und der Weg führt von der Straße ab. Der Weg zurück wird wieder unter der Straße genommen. Unter der Straße fließt der Wildbach hindurch. Unter der Straße ist es dunkel. Dunkelheit verblendet, was sich zu grell ins Gemüt geschrieben hat. Das Sonntagskind tastet sich, so wie damals, an den kalten und feuchten Wänden, abwechselnd an das eine und das andere Ende des Tunnels. Die Erinnerung hält sich an keine Zeit. Der Ablauf kann wie im Film vor- und zurückgespult werden. Der Boden gleicht einer eckigen Wanne mit schrägen Seitenwänden, die das Abrutschen der nackten Füße auf den glitschigen Steinplatten nicht wirklich verhindern. Darüber das steinerne Gewölbe, unter dem sich das Sonntagskind immer noch vorkommt, mit dem an die Dunkelheit gewöhnten Blick und diesem Herzen, das schlägt, als hätte es dem Leben alle Schläge auf einmal vorwegzunehmen. Dennoch vermutet das Sonntagskind Licht am Ende des Tunnels und macht sich unsichtbar. Es kämpft sich durch ein Meer aus Brennnesseln. Gleich darauf läuft es geduckt hinüber zum Strandbad. Es ist erleichtert, dass eines der kleineren Geschwister noch zu finden sind. Meine Katze miaut. Die Verantwortung ist groß. Die heißen Beine werden im Wasser gekühlt, stehend mit verschränkten Armen, und es wird an das Kühlen im Wasser gedacht. Das kleinere, das Freitagskind, wird nach einer Weile vom Sonntagskind an der Hand genommen. Schritte werden gegangen und gezählt, immer bis 10 und wieder von vorne. Ein Lied wird gesummt, da waren es nur noch 9. Und so wie immer schlüpft man unter den Bahnschranken hindurch, springt mit der Kleinen an der Hand über die Gleise, hat das nahende Pfeifen der Lok im Ohr. Die paar Schritte bis zur Hauptstraße hüpft man mehr, als man läuft, und plötzlich steht man da. An der Kreuzung ist die Stille eingekehrt. Das Sonntagskind sieht darüber hinweg und erreicht unversehrt die andere Straßenseite. Kein Auto weit und breit. Das Freitagskind wurde festgehalten und befindet sich noch beim Sonntagskind. Man dreht sich vorsichtig um. Dieser Gedanke wird sich wie immer von allein fassen. Nichts mehr zu sehen.
Das Sonntagskind war nicht dabei. Es hat das Montagskind nicht begleitet, es wurde ihm nicht aus der Hand gerissen. Das Sonntagskind ist wohl beim kleineren Freitagskind im Strandbad geblieben und hat im seichten Wasser gebadet und aufgepasst, dass beiden nichts passiert. Das Montagskind hat sich allein auf den Weg gemacht. Es ist dagestanden mit der Sonne im Rücken und hat gesagt, ich gehe heim. Das Sonntagskind hat auf seine Schattengestalt geschaut und nicht gesagt, ich gehe mit. Keinem konnte dieser Gedanke besser zufliegen als dem Sonntagskind selbst. Das Sonntagskind weiß nun, dass es da nicht dabei war. Es weiß, dass der Fahrer nicht zwei Kinder gesehen, sondern nur ein Montagskind überfahren hat. Es weiß, sonst war kein Mensch weit und breit zu sehen. Niemand hat jemals nach dem Sonntagskind hinter den Bienenhäuschen gesucht. Niemand hat gesehen, dass es sich später dahinter hervorgeschlichen hat, dass es den Wiesenhang herunter und den Weg neben der Straße wieder hinauf bis zu der Stelle gelaufen ist, wo der Wildbach unter der Straße durchführt. Niemand hat gesehen, dass es die Wildbachverbauung hinuntergeklettert und dort verschwunden ist. Niemand hat gesehen, wie es auf der anderen Seite unterhalb der Straße wieder zum Vorschein gekommen ist. Niemand hat auch nur einen Gedanken an das Sonntagskind verschwendet. Daraufhin sieht sich das Sonntagskind, meine Katze, mit dem kleineren Freitagskind. Also ich muss jetzt wirklich lachen, weil die Sophie einfach lästig ist, wenn sie nicht raus darf. Ich unterbreche für 20 Sekunden oder für 10. Moment. Das ist live. Ja, so funktioniert das. Und das Kätzchen hat gespürt, wir brauchen da, oder ist es eine riesengroße Katze, vielleicht sogar ein Panda? Es ist die kleinere von den beiden, aber ja. Sie ist eine Prinzessin und die muss ihren Kopf durchsetzen. Und man ist ja Türsteher für seine Katzen, das wissen wir ja. Definitiv, ja. Also weiter im Text. Weiter im Text. Also niemand hat gesehen, wie es auf der anderen Seite unterhalb der Straße wieder zum Vorschein gekommen ist. Niemand hat auch nur einen Gedanken an das Sonntagskind verschwendet. Daraufhin sieht sich das Sonntagskind mit dem kleineren Freitagskind an der Hand in der Küche stehen. Die Mutter steht vor dem Fenster in der Veranda, sieht in die Ferne und schluchzt. Es dauert eine Ewigkeit, bis die Mutter spricht. Das Montagskind ist tot. Dem Sonntagskind tönt die Stimme der Mutter in den Ohren, aber da schiebt sich noch ein weiterer Ton. Ein Ton, der für sich allein wie für sich selbst klingt. Ein Ton, der kein Ohr findet in sein Leben und es wundert sich, warum es nicht weinen kann, wo doch alle weinen. Keiner fragt es, ob es nicht doch bei dem Unglück dabei gewesen ist. Keiner will wissen, wie es sich zugetragen hat. Niemand kann sich vorstellen, was es heißt, gerade mit dem Leben davongekommen zu sein. Alle sind damit beschäftigt, um das Montagskind zu trauern. Am Zeugnistag, 3 Tage später, sitzt das Sonntagskind als einziges der Klasse allein in der Schulbank. Neben ihm auf dem Tisch liegt ein Kranz. Der Sessel neben dem Sonntagskind, wo 2 Jahre lang das zurückgestellte Montagskind saß, ist leer. Keiner mehr da, der einem die Schultasche trägt. Keiner mehr da, der einen den ganzen Schulweg lang Schnur springen lässt. Keiner mehr da, mit denen man die Hausübungen machen und lachen kann. Kein Linkshänder, keine Eisentabletten, keine Hühnerbrust mehr, keine blitzenden Zähne, keine blasse Haut, keine Sommersprossen unterhalb der struppigen roten Haare, nie mehr diese blauen Augen mit dem jenseitigen Blick. Nur mehr ein leerer Sessel und darauf nur mehr ein Schauen. Dafür bekommt das Sonntagskind 2 Zeugnisse, das eigene und das vom Montagskind. Das Sonntagskind trägt 2 Zeugnisse nach Hause und weiß nicht, ob es diese der Mutter jemals gegeben hat. Diesen Nachmittag verbringt das Sonntagskind inmitten vieler Leute in der Kirche und später am Friedhof. Man steht in Reihen vor dem ausgehobenen Grab. Der Vater, die Mutter, die Geschwister wie Orgelpfeifen.
Plötzlich muss das Sonntagskind wie von Sinnen lachen. Die Mutter dreht sich um und aus ihrem Gesicht schießen die Worte: Man lacht nicht. Das Sonntagskind schämt sich und verstummt. Später singen die Schulkinder am Grab vom Montagslied das Lied, vom Montagskind das Lied: Wahre Freundschaft soll nicht wanken. Das Sonntagskind sieht vom Boden nicht mehr auf, denn der Boden schlägt Wellen. Und das Ende des Liedes tönt hinein in diese Kinderbrust, in der ein Augenblick stehen geblieben zu sein scheint. Wenn der Tod mir nimmt das Leben, höre ich auf, getreu zu sein. Dankeschön. Gerade gesehen, mein Mikrofon ist abgeschaltet. Dankeschön, Susanne Sundinger, ein sehr ergreifender Text. Ist das etwas Neueres von dir, das du geschrieben hast, oder liegt das schon länger in deiner Lade und hast es jetzt in dieser Anthologie untergebracht? Den Text gibt es schon längere Zeit, der war ganz lange. Ich habe ihn dann extra für den Prosa-Wettbewerb auf die vorgeschriebene Länge quasi gekürzt, was dem Text sicher gut getan hat. Der lag eigentlich im Verborgenen schon seit Jahren. Und da habe ich ihn halt wieder rausgefischt, weil ich mir gedacht habe, okay, da geht es um Zeit und Zeitfenster. Und habe mir gedacht, okay, das schicken wir jetzt einmal ein. Es sind sehr viele Dinge, die im Außen nicht wahrnehmbar sind und die die eigentliche Stärke entwickeln. Ist das generell deiner Meinung nach etwas, was an Texten Stärke mit sich bringt? Dinge, die im Außen nicht wahrnehmbar sind, die eher im Innen passieren und die man aber dann über die Texte im Außen wahrnimmt, beziehungsweise den Leserinnen und Lesern dann auch wirklich darstellt und zeigt? Ja, ich denke mal, wenn so Verborgenes oder wenn man Gefühle vielleicht auf eine gewisse Art verarbeiten kann, wie es dann wirklich beim Leser ankommt, ich denke mal, wenn es komprimiert ist, ist es gar nicht so schlecht. Also es lässt sich auf alle Fälle auf, wie soll ich das sagen? Also ich denke mal, dass es mir bei dieser Geschichte drauf ankommen ist, wie bringe ich das drüber, wie fühlt sich dieses Kind oder was ist da passiert? Und ich denke mal, mit einer reinen Beobachtung des Ganzen, der Ereignisse, des Geschehens. Mir ist es einfach so am schlüssigsten vorgekommen, das auf Papier zu bringen. Gibt es an die Susanne Fragen aus der Runde? Wir öffnen ja immer unser Spektrum und auch die Leute, die im Raum sind, können natürlich die Autoren und Autorinnen zu ihren Texten befragen. Gibt es etwas, das ihr dazu sagen möchtet oder vielleicht einfach nur ein Statement zu dem Text von Susanne Sundinger? Also ich finde den Text wunderbar. Meine Frage ist, ob das, wie weit autobiografisch das ist, weil sowas zu erfinden, glaube ich, ist sehr, sehr schwer, weil man sich ja einfühlen muss in dieses Kind, das mitgemacht hat. Ich weiß, das ist eine berühmte Frage, wie weit autobiografisch Texte sind. Das ist schon ein autobiografischer Text, wobei dieses, denke ich, mittlerweile, ich meine, ich bin alt genug, dass ich über diese Dinge schreiben und auch sprechen kann. Und das ist einfach dieser Weg gewesen, das quasi zu verarbeiten. Aber ich hätte das nicht in der Ich-Form schreiben können. Also das
geht, glaube ich, nicht. Also das ist, da braucht man eine gewisse Distanz zum Geschehen, zum Text, zu allem. Und deswegen habe ich ja gesagt, das ist das einzige und das letzte Mal, dass ich diesen Text lese. So wie es ausschaut, also ich glaube nicht, dass ich das nochmal lesen will, weil es mich auf eine gewisse Art und Weise befreit und Platz macht einfach für neue Dinge. Und ich habe nicht vor, in Zukunft was Gott wie autobiografisch zu schreiben. Im Gegenteil, gerade das gibt mir eigentlich diese, den Impuls, weg vom Autobiografischen zu kommen. Danke vielmals. Danke. Gerne. Danke auch. Was ich an diesem Text so faszinierend gefunden habe, ich habe sofort Parallelen zu meinem Leben auch entdeckt und zu dieser falschen Annahme, wie man sich denn zu verhalten hat. Dieses Geheuchelte, bei Begräbnissen, an einem Begräbnis darf man nur traurig sein, weinend. Ich kann mich selbst an eine Situation erinnern, wo man als Kind an einem Grab steht und sich umschaut und fragt, warum weinen die alle oder warum haben sie alle zumindest diese Miene aufgesetzt, hochtraurig. Und es ist einem nicht zu weinen. Ja? Und in deiner Geschichte ist es sogar so, dass das Kind dann herzhaft rauslacht und das darf auch nicht sein. Also es darf, ganz viele Gefühlsempfindungen dürfen nicht sein und das ist... Naja, es ist ja, entschuldige, dass ich jetzt unterbreche, aber es ist ja oft so, dass ich glaube, traumatische Erlebnisse oft Gefühle unterdrücken oder zumindest Gefühle umgedreht werden. Dass oft der Schock, die Wut, die Trauer, was auch immer, dass das dann oft in dieses Lachen, in dieses fast hysterische Lachen mündet. Und ist halt einfach eine Form, wie Kinder das teilweise verarbeiten. Ich habe zum Beispiel, weil du das sagst, bei einem anderen Begräbnis lachen müssen, aber nicht, weil es mich traurig macht oder sonst irgendwas, sondern weil einfach die Situation komisch war und dann kann man das. Und ich glaube, man kann sogar mittlerweile auf Begräbnissen darf man auch lachen, vor allem danach, dann beim Leichenschmaus. Ja, das ist in Kärnten so üblich, dann beim Sauerkraut und Schweinsbraten. Da muss man dann nicht lachen. Das sollte man das Ganze dann erheiternd betrachten oder was halt möglich ist oder in Erinnerungen schwelgen. Das ist ja auch eine Art des Verarbeitens. Ja. Auf jeden Fall, Susanne Sundinger, vielen, vielen Dank, dass du mit uns diesen sehr aus meiner Sicht ergreifenden Text geteilt hast. Zu solchen Texten kann man eigentlich nicht viel sagen, als sie auf sich wirken lassen. Und ich bin neugierig, was in diesem Jahr noch aus deiner Feder fließen wird und was du noch schreiben wirst, was wir von dir noch alles hören. Auf jeden Fall werden wir es ganz genau begleiten. Jetzt bist du eher beim Malen unterwegs. Woran arbeitest du denn jetzt gerade? Oh, wir haben jetzt in dieser letzten Zeit ja permanente Aufträge. Also da geht es um wirklich Perspektive, alles Mögliche. Also Zeichnen, Porträt, Malerei, gewisse Themen umsetzen, vorher Skizzen machen, dann umsetzen in die Malerei eben. Es ist total spannend, mir taugt es. Und ich finde, unsere Dozenten machen das auch großartig, weil das alles online, also gerade so ein Malerei geht fast nicht über den Bildschirm, aber wir schaffen es trotzdem irgendwie. Ich freue mich auf alle Fälle wieder, wenn es wieder Präsenz gibt. Kannst du aus dem Malen auch etwas herüberretten ins Schreiben oder sind das zwei völlig getrennte Disziplinen? Na, es hat sehr viel mit Wahrnehmung zu tun und das hilft auf beiden Seiten. Also ich denke mal, die Wahrnehmung in Bezug auf das Schreiben verändert sich dadurch auch sehr. Also zumindest man schaut ganz anders. Details werden viel intensiver wahrgenommen. Man sieht da manchmal das große Ganze und nicht nur verliert sich irgendwo. Es ist, ja, die Wahrnehmung wird besser, stärker. Und das ist auf alle Fälle ein Vorteil, kann ich nur empfehlen. Sehr gut, eine wechselweise Erweiterung des Bewusstseins durch Malen und Schreiben.
bisschen neugierig, was du uns heuer noch liefern wirst. Wir werden dich ja noch öfter bei uns sehen und vielen Dank euch beiden, dass ihr heute bei uns wart. Hans-Peter Birka und Susanne Sundinger. Harald, bitteschön, du möchtest noch etwas loswerden. Ich habe jetzt keine direkte Frage an die Susanne. Ich wollte nur sagen, es ist eine wunderbar feine Sprachgewalt, was du da im Text hast. Und ich liebe einfach wunderschöne Texte, wie deiner einer ist. Und ich glaube sogar, er ist eine Bereicherung für andere Leben, weil umso mehr du liest und umso bessere Texte, so wie deiner einer ist, bereichert ein anderes Leben insofern, dass man in eine Rolle hineinschlüpfen darf. Und ich war komplett bei dir. Also vielen Dank für den Text. Das freut mich. Danke. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr heute dabei wart. Und ich darf noch kurz verweisen auf unsere nächsten Veranstaltungen. Kommenden Donnerstag der Buch 13 Literaturimpuls. Einer der Autoren, eigentlich sind beide heute da, unter Gerda Pseudonym Michael Hatzenbichler. Er wird aus seinem Werk lesen. Und ich habe ja auch gerade eines rausgebracht, Corona Carinthia, das mittlerweile auf der Brücke verkauft wird, in Villach, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Wir werden beide Auszüge daraus lesen und es wird, denke ich, auch amüsant werden. Nicht nur, aber doch wird eine interessante Geschichte werden. Und dann sind wir jeden Freitag um 17 Uhr online anzutreffen bei Buch 13 unserer Corona Tea Time. Ein Austausch unter Autorinnen und Autoren. Wir plaudern miteinander über Philosophie, über Literatur, über die aktuellen Werke. Also da geht es drunter und drüber. Und wenn jemand dabei sein möchte, einfach einen Link anfordern unter office@buch13.at und schon seid ihr dabei und dann könnt ihr live mit uns plaudern, mit den Autoren auch plaudern, was sehr interessant sein kann. Das war's von unserer Seite. Literatur lebt, das Motto vom Buch 13, bleiben Sie uns gewogen und wir werden uns wieder sehen, hören, irgendwann im März. Wir wissen noch nicht, ob es online via Zoom oder ob es live passieren wird. Der nächste Termin wäre dann Donnerstag, der 4. März 2021, beziehungsweise Montag, der 1. März, ja, wenn alles gut geht. Und der nächste Termin, wie gesagt, ist dieser Donnerstag um 19 Uhr. Ich wünsche euch alles Liebe, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Danke. Gute Nacht. Thank you.